Ja, hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zurück zu Unravel. Wir sind hier immer noch in der unglaublich lauten Maschine und oh mein Gott, ich muss unbedingt mal den Ton hier ein bisschen runter machen, sonst schreie ich hier ins Mikro wie ein Weltmeister. Okay, was? Mal gucken, was hier so abgeht mit dem Rätsel. Aha. Moment. Das muss irgendwie offen bleiben. Entschuldigung, damit ich da mein Dingensbummens hinmachen kann, ne? Kannst du da ganz schnell... Nee, du sollst da ganz schnell einen Knoten hinmachen, wenn ich jetzt nochmal wüsste, welche... Mach da einen Knoten drauf. Warte mal, ich zieh mal das Ding hier nochmal. Zieh. Nee, zieh mal ganz durch. Ich hoffe, das funktioniert, wie ich mir das denke. Hugo, dann zieh doch jetzt auch mal so. Zieh durch das Teil. Oh. Nicht runterfallen. Das ist doch nicht Sinn und Zweck der Sache. Okay. Und jetzt können wir das hoffentlich hier rüberschieben. Und das bleibt dann auch da. Jawohl. Sehr schön. Jetzt habe ich hier doppelt Garn gemacht, aber ist nicht so schlimm. Wir kriegen ja da oben Neues. Weiter geht's. Oh weia. Oh. Oh. Das war nicht der Plan. Warum denn bloß? Oh. Okay. Oh, das wird nix. Wie weit kann ich denn runter? So? Ja. Oh. Jawohl, das hat gelangt. Das hat gereicht. Ich möchte hier raus. Ich möchte hier wirklich ganz... Oh Gott, es ist etwas ruhiger. Das Szenario hier gefällt mir nicht so wirklich. Es ist nicht so... wie ich das gern hätte. Ui. Aua, du hättest mir fast den Poppes abgehakt. So geht das doch nicht. Aua. Da oben ist die Krähe. Jawohl. Jetzt müssen wir da nur noch hochkommen. Oh je, haben die sich gezankt? Okay. Einmal hier rausziehen, den Stecker. So. Ist die Lampe immer noch an? Ich dachte, ich hätte den Stecker rausgezogen. Ich verbrutze mich, wenn ich jetzt da oben rangehe, ne? Ich weiß es genau. Kann man denn hier noch irgendwas machen? Nö. Das Ding kann ich irgendwie mitnehmen, aber mir das so viel bringt, ist die andere Frage. Hm. Hm. Kann ich da rein? Oh, ich kann da rein. Na, das muss man ja auch erstmal wissen. Okay. Hoch hier. Da hoch. Und hier. Hoch. Das. Ah, ich habe eine Idee. Warte. Nein! Oh, nein! Nein, wo bin ich jetzt hin? Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich stürze in den elenden Tod. Oh, Hugo. Das ist so traurig, wenn du die ganze Zeit so frierend da rumläufst. Das ist nicht hübsch. Oh. So. Und jetzt... aus das Licht. Oh, und jetzt ist es auch wieder so schön still. Ach ja. Ob ich das Garn abmachen muss? Ich bin mir nicht sicher. Möp. Kann ich da drauf springen? Ja. Endlich geschafft. Endlich geschafft.
Erfolg freigeschaltet, ausgeschaltet. Schauen wir mal rein. Wie viel ist genug? Die Retter stellen sich als Plünderer heraus. Ihre Versprechen waren leer und der Prozess war toxisch. Jetzt gehen unsere Kinder in den Süden und die Alten bleiben zurück, um die Wunden zu pflegen. Moment. Okay, ich kann die Sprache leider gar nicht und hier unten kann man auch leider nichts lesen, aber ich denke, die Bilder sprechen für sich. Wenn ihr die Fässer da rechts seht. Die haben es kaputt gemacht und verschandelt. Oh mein Gott. Das ist furchtbar. Das ist einfach furchtbar. Nur um irgendwelche Stoffe. Es ging doch mal natürlich wieder mal nur um Geld. Das ist einfach nur furchtbar. Oh, ein Streifen fehlt uns noch. Wir schauen mal. Ich glaube, wir kommen langsam aber sicher zum letzten Foto. Wenn ich mich nicht irre. Oder zumindest zum vorletzten. Hier waren wir es schon. Disteln und Gräser. Hier war noch alles hübsch. Das Meer, das Bärenmoor, das war noch alles toll. Oh, ich krieg das auch nicht mehr auf die Reihe. Unfassbar. Ich glaube, ich muss gleich mal auch meine Rollläden hier zumachen. Das blendet. Huch, ich sehe ja gar nicht richtig. Wie kann das denn funktionieren? Entgleist haben wir geschafft. Unten im Loch. Wie viel ist genug? Bergwanderung, die hatten wir auch schon. Oh, guck mal hier. Die Kamera. Moment, steht denn hier irgendwo noch ein Bild? Weil hier hinten bin ich irgendwie, jedes Mal, wenn ich hier rumgeschwungen bin, nie wirklich weitergekommen. Aber das Spiel macht jetzt auch nicht den Anschein, als wäre es wirklich zu Ende. Wow! Nee, hier kommt man nicht weiter. Hier kommt man nur auf die Lampe. Es ist dunkel draußen. Huch! Drüber. Aber wo geht's jetzt weiter? Ein Foto fehlt uns auch noch. Haben wir irgendeins noch nicht gemacht? Hier haben wir die Sachen teilweise. Waren die vorher auch schon da? Die Gartengeräte? Marmelade? Oh, nein. Oh, ich bin zu früh abgesprungen. Das war's doch jetzt aber noch nicht, oder? So kann das Spiel doch nicht zu Ende gehen. Das muss doch irgendwie... Ich will mein Happy End. Entgleist. Unten im Loch. Wie viel ist genug? Geht's denn... Moment, ich will hier nochmal runtergehen. Geht's hier weiter? Oh. Es geht hier auf einmal weiter. Die Tür hat sich geöffnet. Oho. Okay, ich höre ja schon auf. Ich höre ja schon auf. Ich klimper einfach zu gerne. Was haben wir hier? Der Brief. Wintersonne. Rost. Na, wir haben noch ein bisschen was. Wir haben noch ein bisschen was vor uns, ihr Lieben. Und ich würde sagen, wir schauen uns der Brief an.
Sieht ein bisschen nach Schneelandschaft aus. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, Hugo fühlt sich wohler. Oh. Was macht er da? Pantomime? Oh, ist das eine Wohltat. Die Sonne scheint. Guck mal im Hintergrund. Die Hirsche. Oh, und es ist schön und es ist sauber. Und ah, frische Luft. Oh, ich bin begeistert. Oh. Und es ist gefroren. Oh. Oh. Okay, ich sollte aufpassen, wenn ich am Eis rumspringe. Das hier sieht nach Straße aus. Tut mir nicht weh. Wie cool das ist. Wow. Okay, ich will nicht ins Wasser fallen. Hier haben wir uns doch schon unser erstes kleines Mini-Rätsel, aber das kriegen wir locker flockig, Leute. Locker flockig. Oh. Locker flockig vom Hocker. So, jetzt. Geht doch. Oh, viel besser. Viel, 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 viel besser. Brauche ich da überhaupt einen? Wofür ist der da? Keine Ahnung. Ich gehe mich erstmal umgucken. Ah, ich weiß, wofür der da ist. Tipp, 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 tipp. Dann machst du mir da mal einen Knoten, bitte. Stopp. Und da auch einen Knoten, bitte. So, und jetzt hoch mit dir. Und jetzt sollte das halten. Jedenfalls genug, um mich auf die andere Seite zu bringen. Aber, da wäre ich sowieso hingekommen. Hä? Hä? Ich bin nicht hoch genug, oder was? Brauche ich mehr Spannung? Ja, anscheinend brauche ich tatsächlich mehr Spannung. Wofür ist denn der hier da? Wofür? Geht schon gut los hier. Und guck mal, wie ich mich hier verfrickel. Komm, geh mal hier hoch. Ist das eine Garnverschwendung? Eine Garnverschwendung. Okay, mach mal weg hier den Knoten. So. Warte mal, mach mal den Knoten hier auch weg. Und jetzt gehen wir hier mal zurück. Moment. So hier. Muss das so stark unter Spannung stehen? Warte mal. Nee. Nee, du musst... Nee, 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 nee. Nee. Kannst du... Alter. Stopp, 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 stopp. Erst den Knoten hier. Und dann erst den Knoten hier. Er ist immer noch nicht unter Spannung. Guck dir das mal an. Mach mal ab den Knoten. Zieh mal dein Garn hier ein bisschen. Zieh das doch mal ein bisschen ein. Reicht das? Ah. Oh, nee, das war... Ach so. Mensch, bin ich blöd. Mensch, bin ich blöd. Oh, das war aber ein schöner Sprung. Das war hübsch. So, Dalle. Hopsala. Der ja auch vorher drauf kommen können, ne? Ach, naja. Ist nicht so schlimm, ist nicht so schlimm. Ist ein Rätselspiel. Manchmal muss man auf dem Schlauch stehen, um für die Rätsel wirklich Erfüllung zu finden. Hui. Ist das Wasser hier? Guck mal da unten, wie sich das... Wie klar das ist. Wow. Wow. Es macht voll Spaß, das Eis kaputt zu machen. Ich hoffe, ich habe jetzt kein Geheimnis übersehen. Moment. Das muss ich jetzt mal klären. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Geh raus, geh raus, geh... Nein. Oh Gott. Oh. Tja, so oder so. Kann ich denn hier hoch? Nee. Okay, ich schwing mich einfach nochmal rüber, so wie das sein muss. Ich gehe einfach davon aus, dieser Knoten ist für Leute da, die so doof waren und das Eis kaputt gemacht haben. Davon gehe ich jetzt mal aus. So, die Vögel mag ich nicht. Verscheue ich mal die Vögel. Jawohl. Und los geht's. Ab durchs Feld, bevor die wiederkommen. Lauf, 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 lauf. Oh, 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 oh. Ah! Du meine Güte. Okay. Schnell, 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 schnell. Oh! Nein!
Der hat mich einfach weggeklaut. Der hat mich einfach weggeklaut. Unfassbar. So schnell da rein, wie der kleine Mann rennen kann. Kleiner Hugo rennt. Kleiner Hugo rennt. So, schnell, 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 schnell. Da kommt schon der Nächste. Da kommt schon der Nächste. So, bin ich hier hinter sicher? Scheint ganz so. Und da rein. Oh nein. Nein! Wie gemein. Da werde ich ewig dran hocken. Ich sag's euch jetzt schon. Da werde ich ewig dran hocken. Weil wofür war der... Wofür ist der Knoten da oben da? Wisst ihr den da an der Schaufel? Wofür ist der da? Der muss doch einen Grund haben. Das sind aber auch ein paar garstige Vögel. Garstige, garstige Vögel. Okay, ich gucke mir mal an, in welchen Intervallen die hier angelatscht kommen. Guck mal, da kommen ganz schön viele auf einmal. So schnell. Jetzt sehe ich keinen, der hier abdreht. Oh! Oh! Es war so knapp. Es war so knapp. Vielleicht muss ich einfach durchrennen und nicht anhalten. Sollen wir das mal probieren? Einfach durchrennen und niemals, niemals stehen bleiben. Niemals. Nee, ich muss hier stehen bleiben. Sonst kriegt er mich so los. Da kommt der Nächste ganz knapp. So. Und los, weiter geht's, weiter geht's. Oh nein, das wird nichts. Oh nein, das wird... Ah! Wie zum Geier soll ich das denn schaffen? Manu. Los. Hugo, renn, renn, renn. Oh mein Gott, ich muss husten. Entschuldigung. So, kurz warten. Und weiter geht's. Renn, Hugo, renn. Oh, weia. Die kommen auch immer unterschiedlich. Habt ihr das gesehen? Beim letzten Mal habe ich das genauso, aber locker flockig geschafft. So. Und ab hier geht's. Nein, Hugo, du musst doch laufen. Du kannst doch nicht in dem Loch da liegen bleiben. Bist du denn verrückt und des Wahnsinns? Boah. Gerade noch so geschafft. So, kommt jetzt einer? Nee, das wäre jetzt meine Gelegenheit gewesen. Okay, da hinten kommt noch einer. Warten, warten, jetzt. Nein! Wo kamst du denn her? Dich habe ich nicht gesehen, fiese, vollfette Mistkrähe. Manu. So. Lauf, 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 lauf. Und hier sich immer umguckt. Schwing die Hüften, Freundchen. Okay, hier sind wir safe. Oh Mist, jetzt habe ich meinen Einsatz verpasst. Volle Lotti. Da kommt noch einer. Okay. Lauf, 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 lauf. Das schaffen wir, das schaffen wir. Oh mein Gott, das wird knapp. Woohoo! Guck mal, das ist gar nicht so weit weg in den Eimer. Das muss ich doch schaffen. So, da hinten kommt noch einer. Und die Vögel im Auge behalten. Hitchcock wusste schon, warum. Oh shit. Whoa! Okay, aber hier komme ich nicht weiter. Ach du Scheiße, ich muss hier raus auf den Eimer klettern und dann mich darüber schwingen. Wie soll ich das denn schaffen? Da kommt noch einer. Jetzt hätte ich Zeit. Ah nee, da kommt schon der Nächste. Zwei. Ich gucke mir das mal ganz kurz an. Drei. Ob die irgendwie im Intervall kommen. Vier. Fünf. Oh. Nee, da hinten kommt schon wieder einer. Also ich... Nee, und noch einer. Jetzt vielleicht? Nein, nein, au! Mist! So ein Mist! Ihr Lieben, ich würde sagen, wir probieren das nochmal zusammen in der nächsten Folge. Sonst wird das hier zu langwierig. Es wird einfach viel zu langwierig. Ich bin mir nicht sicher. Ich muss mir mal einen Schlachtplan überlegen, wie ich das da am besten schaffen kann. Und dann probieren wir das zusammen in der nächsten Folge von Unravel und dem kleinen Hugo. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wünsche euch bis zum nächsten Mal wie immer natürlich noch eine super schöne Zeit. Macht's gut und tschüss.